Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW 47 vom 19. bis 25. November 2018. Das Ende der KW 46 ist neben eines teils frischen Windes aus Ost bis Nordost recht sonnig. Von Nordosten ziehen am Nachmittag rasch Wolken auf, örtlich Sprühe regnet es. Im südlichen Bayern und vom Zittauer Gebirge bis in den Thüringer Wald fallen am Sonntagabend leichte Flocken. 1 bis 3 cm sind örtlich zu erwarten. Die Nacht zum Montag wird hingegen recht frisch. Minus 1 bis minus 6 Grad sind zu erwarten. Die folgenden Werte sind die Höchsttemperaturen. Die Nachtwerte sind deutlich kälter. Am Montag schneit es teils bis ins Tiefland, vor allem in den Mittelgebirgen und in Mitteldeutschland bis ins Flachland. Vom Rheinland bis nach Sachsen sind Flocken dabei. In den Regionen Harz und auch um den Harz kann bis zu 5 cm Neuschnee erwartet werden. Im Norden sind bis zu 1 cm drin. Sonst ist es bedeckt bis stark bewölkt. Regional kann die Wolkendecke aufreißen. 3 bis minus 1 Grad werden erreicht. In der Nacht bis minus 5. Der Wind weht mäßig aus östlichen Richtungen. Am Dienstag zieht eine Front durchs Land. Dabei schneit es vom Rheinland bis nach Sachsen und davon nordwärts bis zu 15 cm. Am Abend sind teils Sprüh- und Eisregen möglich. Diese treten vor allem am Ende der Front auf, in den südlichen Regionen. Dabei besteht auch die Gefahr von überfrierenden Nässe. 4 bis minus 1 Grad sind dabei möglich, in der Nacht bis minus 4, in den Gebirgen bis minus 8. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Am Mittwoch und Donnerstag ist es nur regional wolkig, sonst ist es mäßig bis stark bewölkt. Von der Heide bis nach Sachsen sind teils kräftige Schneeregen bis Schneeschauer möglich. Nochmal 10 cm Neuschnee sind örtlich dabei, in den Gebirgen bis 20 cm. Dabei sind die Höchsttemperaturen 0 bis 3 Grad. Örtlich wird es auch so sein, dass Dauerfrost herrscht, in den Gebirgen auf jeden Fall. Am Oberrhein sind nochmals 10 Grad möglich. In der Nacht sind die Werte minus 3 bis minus 5 Grad, in den Gebirgen bis minus 8. Am Freitag beginnt im Süden und Westen ein sehr nebliger Tag. Sonst kann es örtlich leicht schauern. Dies bleibt aber eher die Ausnahme. Es ist heiter bis leicht bewölkt, bei 11 Grad bis 3 Grad. In der Nacht bis minus 5, in den Bergen bis minus 9. Am Samstag und Sonntag ist es recht trocken. Im Süden ist es sonnig bis wolkig, sonst ist es leicht bewölkt. Im Nordosten ziehen zum Sonntagmorgen dichtere Wolken auf. Dort kann es am Abend leicht schauern. Sonst sind die Werte 0 bis 10 Grad, in der Nacht bis minus 7. Die Aussichten zur KW 48, es wird nochmals etwas kälter, die Tageshöchstwerte belaufen sich zwischen minus 3 und plus 5 Grad und in der Nacht können Werte bis minus 12 Grad erreicht werden. Dies ist aber nur eine Vorhersage, es kann sich, wie gesagt, auch nochmal ändern. Das Wetterupdate verabschiedet sich für den heutigen Sonntag und wünscht noch eine angenehme Woche und gute Fahrt durch den Schnee. Wir melden uns wieder am nächsten Sonntag am 25.11. Bis dahin, tschüss!